So, jetzt warten wir kurz, bis der Stein vorbei ist. Machen Sie auf, lassen ihn vorbeigehen und gucken nach. Heiltrank. Na gut, ist da noch mehr? Gegengift, super. Und ein gut aussehender Rüstungspanzer? Nee. Ja, ich bin kein bisschen bescheiden. Irx, wo müssen wir lang? Da ist eine Druckplatte. Wofür brauchen wir die? Wissen wir nicht. Na gut, wir haben sie jetzt einmal aktiviert. Hoffen wir, dass das reicht. Und sonst müssen wir halt zurückgehen. Hä? Eine Illusionswand hier in der Mitte? Was soll das denn bringen? Oh, da ist eine Falltür aufgegangen. Ah, die macht die Falltür dahin. Und dadurch, dass wir hier durchgehen, können wir sie umgehen. Ah, okay. Oh. Zeit für die nächste Heilung. Schwupps. Und langsam haben wir auch schon fast genug Gegengifttränke, um die auch zu verbraten. Also 5 Stück haben wir jetzt, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, 2 sind hier drin. Machen wir das einfach mal so. Hier ist ja unser Vorrat an Heiltränken. Also die 5 Stück. Hier die Vorrat an Mana-Tränken. Dann nehmen wir jetzt die beiden hier als Notreserve. Oh, es waren 3. Die 3 hier als Notreserve für Gegengifttränke. Und die 2 sind quasi zur freien Verfügung. Also schlucken wir davon gleich mal ein. So. Und ja, ich werde mir dafür wahrscheinlich in 10, 20 Folgen in den Arsch beißen, weil wir wieder auf irgendwelche Giftgegner stoßen und keine Gifttränke haben. Aber damit werde ich leben müssen. Na komm, schaffen wir einen Gegner ohne vergiftet zu werden? Das wäre doch mal schick. Boah, es ist immer so super knapp, dass sie uns treffen. Hey, 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 hey. Wir wurden nicht vergiftet. Und da liegt was auf dem Boden. Ein Heiltrank. Ah, so kann das ruhig weitergehen. Na komm her, lauf doch nicht immer hin und her. Ah. Die sind nicht nur eklig und krabbelig, sondern auch noch ganz schön doof. Und vergiftet. Ja, ich hätte es lassen sollen. Aber gut, so lernt man am besten, wenn es weh tut. Und Gift tut ganz schön weh. Nee, da will ich noch nicht runter. Gucken wir erstmal oben links weiter. Hier. Noch ein Mana-Halter. Und wir haben sogar gerade einen Mana-Trank gefunden für volles Mana. Also ein Mana-Yang. Aber den benutzen wir noch nicht. Noch haben wir, obwohl vielleicht nach der Heilung, mal gucken. Das ist noch mehr als genug Mana. So, dann könnten wir da oben lang gucken. Ah, was soll's, springen wir kurz mal in das Loch, gucken, was da ist. Und bisher gab es ja auch immer wieder einen Weg nach oben. Ja, au. What the? Was zur Hölle ist das denn? Sollen wohl einen Bienenschwarm darstellen oder irgendwas in der Richtung. Gut, heilen wir kurz. Kann er angreifen, während wir heilen? Nein, sehr schön. So, Schild raus. Und hauen wir mit einem Schwert auf einen wandelnden Bienen- oder Fliegenschwarm. Oh, es klappt überraschend gut. Schon bei der Hälfte. Und allzu viel Schaden macht er auch nicht. Wird es wohl doch kein Bossgegner sein. Na komm, kipp um. Oder löst dich auf. Ich höre immer noch so ein Bienensummen. Also ist hier vielleicht noch ein zweiter davon. Du bist wieder tot, mit dir können wir nicht sprechen. Und was hat die Druckplatte gemacht? Da hinten war es auf. Okay. Und wieder zu. Das ist nicht okay, denn wir haben keine schweren Steine mehr.
müssten wir schon wieder einen Block benutzen. Das will ich aber nicht. Wie schwer ist denn so ein Skorpion? 1 Kilo. Das ist ja gar nichts. Also, okay. 1 Kilo Real-Life-Skorpion wäre schon ganz schön groß, aber... Können wir das irgendwie umgehen? Das geht auf und wieder zu. Also nee, wir können es nicht umgehen. Was würden wir jetzt machen, wenn wir keine Steine hätten? Dann müssten wir uns Rüstung darauf packen, oder wie? Oder wenn wir Magier wären, der nur einen Punkt in Stärke... Oh. Der nur einen Punkt in Stärke hätte. Wir sind ganz schön müde, kann das sein? Nö, hilft nichts. Müssen wir unseren nächsten Block benutzen. Haben wir noch einen auf Vorrat? Oh, den sollten wir vorwegnehmen. Also es war... Ach nö. Die Druckplatte bewegt gar nicht das hier, sondern die Druckplatte löst nur aus, dass der Stein hin und her geht, okay. Den nehmen wir mit. Und du stirbst. Oh, unsere Lebenspunkte sehen aber nicht gerade gut aus. Also wenn wir gleich wieder nach oben kommen, sollten wir zu dem Altar gehen und das schwarze Yang-Dingens da benutzen. Oder Ying, ich weiß nicht, welches von beiden und weiß, was das schwarze ist. Damit wir genug Mana haben, um weiterzumachen. Also wieder hochzuheilen. Komm. Ich habe lange nicht gespeichert. Also, naja, lange nicht unbedingt. Aber ich will nicht sterben. Nicht von einem ganzen Bienenschwarm zerstochen. Das muss ein ekliger Tod sein. Also nicht, dass irgendein Tod nicht eklig wäre, aber Themenwechsel. Er ist weg. Das ist nur ein kleiner... Oh. Okay. Ich dachte, das wäre ein Bossgegner, aber hier sind richtig viele davon. Ja. Abstand. Und laufte vielleicht durch die Stacheln. Auch wenn Bienen wahrscheinlich keinen Schaden davon bekommen. Na gut, dann benutzen wir mal unseren Gegengifttrank. Ja, ich denke mal, wir werden nicht so schnell an den ganzen vorbeikommen. Dann benutzen wir einen Magietrank, heilen uns hoch. Und schauen, wie weit wir kommen. Und solange wir nicht vergiftet sind, kann ich dann ja auch zwischendurch mal pausieren. Genau, komm mal her und jetzt testen wir was. Komm her. Boot. Schade, dass diese eine fliegende Kugel unseren immer wiederkehrenden Schuriken gefressen hat. Sonst könnten wir jetzt das Ding schön von hier hinten anschmeißen. Aber der scheint nicht herkommen zu wollen. Na gut, dann halt auf die grobe Tour. Unsere Stärke ist wenigstens wieder zurück. Das ist schon ein gutes Zeichen. Was für eine Waffengattung könnte denn dem Bienenschwarm am meisten Schaden zufügen? Also Stichwaffen wahrscheinlich eher nicht. Wuchtwaffen würde vielleicht ein paar mehr erwischen, wenn man durchschlägt. Speere fast gar nicht. Fernkampfwaffen huschen auch einfach nur durch. Feuer wäre da bestimmt richtig effektiv, aber Mana ist ja so eine Sache bei uns gerade. So, das war jetzt Bienenschwarm Nummer 2 oder so. Da kommt der nächste. Und das müsste es dann auch gewesen sein. Also ich sehe hinter ihm keiner mehr rumwuseln. Aber das müssen wir dann gucken. Oh, in unserem Sack, den wir in der Burg haben liegen lassen, ist auch noch eine Armbrust, die Feuerbälle verschießt. Also die hatte nur irgendwie 10 Ladungen oder so. Aber das wäre hier bestimmt recht praktisch. Erinnert mich übrigens auch an Lands of Lore 1. Da gab es ja auch eine Armbrust, die Feuerbälle verschießt. Echt praktisch gegen Hornissen. Vielleicht soll das eine Anspielung sein auf das Spiel. Aber ich weiß jetzt gar nicht, welches wann rauskam. Egal.
So, die nächsten Bienen. Ja, ich schiel schon so auf meinen Wecker. Nachdem hier könnten wir eigentlich schon eine Pause machen. Damit wir ein bisschen Ressourcen schonen. Ja, das schaut doch gut aus. Du fällst jetzt gleich. Oh, du fällst jetzt gleich tot um, nachdem wir ein bisschen vorsichtiger angreifen. Und gucken wir noch, was hinter der Ecke ist. Denn das will man bei Dungeon Crawlern immer wissen. Was ist hinter der nächsten Ecke? Bestimmt einfach nur noch so ein Bienending. Kein. Doch, ich höre ein Bienending. Aber das auf der anderen Seite. Gut. Du bist nur ein Gemälde, in Anführungszeichen. Ja. Oh, und hier geht's wieder nach oben. Schön, haben wir irgendwas verpasst? Da geht's noch lang. Das können wir auch kurz nachgucken. Wir wollen ja nichts hier unten vergessen und dann extra wieder herlaufen müssen. Dadurch. Darum. Und hier ist nichts. Na gut, aber jetzt haben wir wenigstens die Gewissheit, da ist nichts und wir können wieder zurück. Dann pausiere ich. Achso, die Tür war ganz woanders. Die war hier. Also ja, dann gehen wir gleich hoch, dann pausiere ich in Ruhe, heil hoch. Und dann können wir uns oben weiter umgucken. Okay, wir kommen hoch in ein Gebiet, das wir noch gar nicht kennen. Was Sinn macht. Ja, also abspeichern, nehmen wir 33 und bis gleich.